Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Little Big Workshop. So, ich habe jetzt ein Offscreen, naja, sagen wir mal so fünf Minuten oder so vorlaufen lassen, ja. Damit wir jetzt nicht zu krass warten müssen auf die Katapulte. Ich bin auch im Überlegen, ich werde das hier glaube ich erstmal priorisieren, ganz kurz, ja. Aus dem Grund, sonst könnten wir es eventuell nicht schaffen, weil wir haben nur 36% und der rote Balken ist schon relativ weit. Muss ich so mal ganz ehrlich sagen. Sieh, Ralf, wir bräuchten auch noch mehr Klebestationen, ja, so viel später. Ich glaube, ja, ist halt die Frage, ja. Was kriegen wir hier noch für Maschinen frei? Also, ich weiß es halt nicht. Plastik, ja, kleben ist aber... Ja, Plastik kann man kleben, Holz kann man kleben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine bessere Plastik... Plastik sag ich schon, ein besseres Kleben bekommen. Das heißt, wir könnten das Kleben noch ein bisschen optimieren. Das könnten wir quasi hier hinter machen. Rein theoretisch, ne? Das wäre gar nicht mal so eine doofe Idee. Guck mal, jetzt kommen wir wieder klar. Jetzt ist wieder schick. Und wir hätten hier auch noch einen kleinen Geldpuffer mit den Katapulten. Wir könnten warten, bis sie hier sind. Ist sowieso in einer Stunde. 2,9 werden sie wohl nicht ganz kommen. Ah, ich überlege gerade. Wir verkaufen für 20.000. Ich bin gespannt, ob wir noch die 20.000 für kriegen. 2,7 und danach geht es wieder runter. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die 20.000 kriegen für die Katapulte. Weil der Unterschied ist ja doch enorm, ja. 300 pro Katapult weniger. So, kriegen wir jetzt 20.000? Weil wir haben ja vorher. Ja, kriegen wir. Weil wir haben ja vorher abgegeben. Ja? Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld auf Puffer. Das sollte man aber wieder nicht leichtfertig verballern. Hier geht's auch nach oben. Ja gut, unsere aktuellen Katapulte sind ja schon hier. Das heißt, wir können auch genau die hier planen. Jetzt ist halt die Frage... Wenn ich das jetzt nochmal hochschraube, haben wir definitiv ausgesorgt für immer. Machen wir aber jetzt nicht mehr so krass. Ne, obwohl doch, wir machen noch Profit. 24.000 machen wir Profit. Das wäre okay. Ich überlege gerade, ob wir Katapulte... Kann man das hier benennen? Wie Master... wie dem Masterplan eventuell. Fupp. Und wir planen das hier einfach komplett nochmal neu, das Katapult. Dass wir das nie wieder machen müssen, quasi. So, den Granschnitt. Machen wir hier hin. Kleben. Ja gut, kleben können wir eh nicht anders machen. Aber hier das Fertigen. Dass wir das Fertigen immer nur noch hier machen. Auf der guten Station. Das andere können wir eh noch nicht anders machen. Bündel. Warte mal, wie viel teuer ist das? 7.000. Ich muss gucken. 10.000 für 20. Ja. Können wir machen. Ja. Machen wir jetzt hier Masterplan Katapulte. Ja. So sieht jetzt das endgültige Katapult aus. Ja, wir haben quasi den. Wie nennt man das? Die Schaufel. Also, ja, Schaufel, die nennt man Katapult. Katapultwurfstange. Keine Ahnung, wie sich das nennt, das Teil. Das haben wir dann auch abgeändert. Und. Weißt du, wird schon angefangen. Okay. Na ja, gut, warum auch nicht? Ja, so, gut. Das heißt, wir könnten rein theoretisch könnten wir sagen, wir können uns immer wieder welche auf Vorrat bauen, Katapulte, meinetwegen auch hier so ein komplettes Lager voll bauen und dann immer abgehen, wenn das Ding richtig beim Preis richtig mega geil ist, so richtig böse, so klein, ich sag mal so, so einen kleinen Geld Reserve, Anlage, tralala, könnten wir uns da anlegen, ja? Das würde eigentlich echt gut gehen, weil die Dinger gehen ja irgendwann wieder hoch und ich sag mal so, wenn du 3.000 für einen Katapult kriegst, dann ist das ein Spitzenpreis, würde ich mal so behaupten. Ja, wir könnten unsere Katapulte, die wir aktuell so bauen, könnten wir auf diesen Auftrag verkaufen, wir könnten die auf diesen Auftrag verkaufen oder auch auf diesen Auftrag verkaufen. Und dadurch, dass ich nochmal einen kleinen Tucken mit diesem Katapult hochgegangen bin mit dem Masterplan, sollte das für zukünftige Aufgaben auch langen.
Rein theoretisch. Ne? So. Wie viel gab das jetzt? Zahlung erhalten? Achso, 6000. Wollte ich sagen. deine Mutter ist ein Meerschweinchen und dein Vater steht nach Blaubeeren. Haha. der mich verarschen. Was willst du eigentlich noch von mir? Du bist abgeschrieben, Junge. wir können ja ein Sky Knife 901 oder ein Motor. Wir könnten jetzt schöne, coole Sachen bauen. 21.000, 23.000. Mitsuwella hat richtig coole Aufgaben, die aber auch gut kompliziert sind. Also, was heißt kompliziert? Halt sehr, sehr viele Arbeitsschritte, ja? Oh. Okay. Gut, jetzt müssen wir noch... So, welche Farbe soll das Flugzeug haben? Machen wir wieder Silber. Also wir versuchen erstmal... Oh, das geht eh nicht. Das günstigste zu machen. Flup, wenn es geht. Ich weiß es noch nicht. Haben wir alles ausgewählt? Hier blinkt noch was. Cool. Ey, das sieht gut aus. Das ganze Ding nur noch planen. Alter, diese Pläne, ja. Die werden auch immer länger. Kommst du bald nicht mehr hoch und runter hier. So, sehr viel an dieser Anlage. Was übersehen? Nee. Hat irgendwer gerade Langeweile? Beide, glaube ich sogar. Stimmt, wir haben ja aktuell nur noch Katapulte in Auftrag, ja. Einmal das hier. Flupp. Dann machen wir jetzt einfach mal Schweißen. Sind zweimal. Okay, Schweißen wird jetzt auch immer häufiger, habe ich das Gefühl. Machen wir jetzt einfach mal mit denen hier weiter. Das ist dreimal, ja. Ja. Nichts übersehen, ne? Flupp. So, fertigen. Das haben wir auch. Dreimal. Und wo kann man das machen? Die haben aktuell noch zu tun. Die haben aktuell nichts zu tun. Gerader Blechschnitt oder Metallschnitt. Zack. Oh, da oben habe ich noch einen vergessen. So, was haben wir noch? Das hier haben wir noch. Flup. Das hier haben wir noch. Das ist nicht ganz so häufig, ne? Habe ich immer so das Gefühl. So, die Anlage war ja der gerade Schnitt. Hier haben wir den Bogenschnitt quasi. Flup. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay. Sky Knife. Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. So, pass auf. Ich lass mal wieder ein bisschen vorspulen, ja, damit das hier alles mal wieder ein bisschen in Gang kommt alles. Bis gleich.
eine Rattenplage. Wie ich die Dinger liebe hier in diesem Spiel. Mann, 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 Mann. Ist ja Vorspor. So, gut, ja, müssen wir mal wieder 29 Stück, ey. Und ich glaube, die können sich doch vermehren, wenn du die Ewigkeiten jetzt, sage ich mal, nicht bekämpfst, oder? Kann das mal irgendwer aufbauen, bitte? Ich will gern Ratten klatschen. Ratten klatschen. Hallo? Geht doch. So, jetzt müssen wir die Dinger nur noch treffen, ja. Alter. Ich hab... Aimbot! Aimbot! Yay! Ich hab mal welche erwischt. Yay! Ich muss sagen, umso mehr ich hier baue, umso schlechter werden die FPS. Da! Brauche ich eine größere Reichweite. Gut, dass ich hier nicht begrenzt Munition oder sowas habe. Alter! Ich habe gerade mal 10 Stück erwischt. 11? Kommt her, meine kleinen Rettelers. Ah, Mist. Na? Ich werde es mal umplatzieren, das Ding. Zack, so. Ist ja Vorsport, diese Rattenplage. Katapulte sind gleich fertig. Wir müssen sowieso dann wieder auf unser Geld ein bisschen achten. Also das heißt, wir müssen ein paar Katapulte nebenbei verkaufen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich Skyknife nach oben schraube. Oh, jetzt habe ich es so schnell gemacht. Ratten. Einmal geht es jetzt hier weiter mit Ratten. Da komme ich nicht hin. Das ist ja ärgerlich. Geht doch. 10 Stück noch. Das sind auch ekelhafte Viecher. Mann. Geht doch. Oh, lauf doch ein Stück weiter. Komm wieder zurück. Geht doch. So, so langsam dünnt das Feld aus. 7 Stück noch. Kann hier noch mal bitte eine langkommen? Danke. Ja. Da hier ist ein... Ah, komm her! Warte, kommst du her? Ja, nice. So, ich glaube, jetzt können wir noch mal umstellen. Da oben laufen sie auch gerne lang. Dann bauen wir da hinten nochmal hin und dann nochmal hier unten, ja? Wie viel fehlen noch? 4. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht vermehren. Warte, ich lass mal gucken, wieder schneller laufen, bis das wieder umgebaut ist, das Ding. Geht doch, danke. Ah. Nein! Ist auch ein schlechter Scherz. Geht doch. So, die da hinten kommt auch nochmal hier runter. Oh, habe ich die jetzt erwischt? Nee. Nee, die habe ich jetzt nicht erwischt. Die hat nur gequiekt, ja. Geht doch. So, dann ist das hier oben weg. Zwei fehlen noch. Da und da. Okay, alles klar. Alles klar, zwei fehlen noch. Die rennen hier hinten auch lang. Na klar. Na, aber freilich. Ja, lauf ruhig noch weiter da hinten hin. Oh,
Kann das bitte mal irgendwer umbauen? Danke. Es wird immer schlimmer, ja. Umso größer das Grundstück ist, umso schlimmer wird das. Weil eine Rattenplage. Warte, 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 warte. Ja. Oh Gott. Jetzt weiß ich nicht, was... Warte, wo ist sie da? Oh, wo läuft denn die jetzt überall lang? Warte, kommt die jetzt hier lang? Kommt die jetzt... Wo läuft die jetzt lang? Die läuft jetzt da runter? Warte mal, die hat immer seinen Laufweg. Die rennt hier hinten hin, läuft dann wieder zurück, ja? Vielleicht können wir die abfangen. Okay, da läuft es auf jeden Fall lang. Gut, 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 gut. Wir müssen den beiden auf unser Geld achten. Genau, jetzt sind wir nämlich schon wieder im Minus. Komm, 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 komm. Ah, warte, die kommt auf jeden Fall noch wieder zurück. Da müssen wir sie auf jeden Fall erwischen. Es sind schon wieder zwei Ratten. Die haben sich schon wieder vermehrt. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Ah, lauf! Geht doch. So, jetzt müssen wir... Da hinten ist die letzte. Ah! Ah, nein! Ach Mann, komm schon. Die läuft hier auf jeden Fall auch lang. Ja! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? In 13 Stunden ändert sich der Preis. Wir könnten hier noch verkaufen. Für 2700, das ist ein guter Preis, denke ich, für Katapulte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz annehmbarer Preis. Und ich würde sagen... Hä? Wir haben den gerade schon einmal auf Liefern gedrückt, oder? Bin ich gerade verwirrt. Ah, jetzt kommt der. Ach so, der hat den unteren als einen quasi gezählt. Okay, ich verstehe. Ja, hier fehlt noch einer. Warum bauen sie den eigentlich nicht? Da oben, was fehlt da? Das hier fehlt. Ich glaube, das wird hier gebaut. Beim Kleben, ja. Ja, 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 ja. Okay, sind gerade nur halt zu beschäftigt, die Kollegen. Okay, 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 okay. 26.000 haben wir jetzt aktuell wieder. Schön. Gut, pass auf, lass mal noch ein bisschen laufen, das Ganze. Ich lasse den Oskin auch noch mal ein kleines bisschen laufen, bis das hier ein bisschen weiter ist, ja. Beziehungsweise in der nächsten Folge machen wir den an dieser Stelle dann weiter, ja. Judy, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss!